Denn das kommt nämlich von der Wand aus, die Belastung. Sonst ist es nämlich gut. Ich komme gleich. Nee, das kommt von der Wand aus. Also normal hätte ich gesagt, verkehrt rumdrehen, dann haben sie Beinprobleme demnächst. Also mehr wüsste ich jetzt, kann ich nicht feststellen, so ist der Bettplatz in Ordnung bei Ihnen. Okay? Okay, danke. Ich wollte zu Ihnen, Sie sitzen so schön abseits. Ich werde hier schlecht hören können, weil hier akustisch kriege ich das hier nicht mit von der ganzen Sache. Deswegen kann ich nur antworten. Ja, ne, Ihre Probleme liegen hier, über die Hüfte, hier. Ja, ja. Und die Knie. Über die Hüfte gehen die Probleme. Sie sehen, was schon los ist bei mir mit den Händen. Das heißt, also, es greift mich schon an. Er hat aber einen Vorteil, es hilft jetzt für die Messe. Sie werden auch besser, wer war das eben, der wird besser laufen können. Jetzt auf der Messe werden Sie besser gehen können. Ja, auch morgen und so. Nein. Ja, bei Ihnen ist es schwer hier. Ich muss mal was nachmessen, sicherheitshalber auch nochmal. Ich tue mich immer gerne vergewissern, ehe ich jetzt irgendwas sage. Ja, bei Ihnen ist es ein Doppelgitter, was durchgeht. Ein Doppelgitter, Sie können auch da nicht richtig schlafen auf dem Platz. Nicht. Das ist also ein fürchterlicher Platz. Also sollten Sie sich entweder einen anderen Platz suchen oder... Ne? Also man kann neutralisieren, nur bei den Doppelgitter und so, da bin ich vorsichtig, da muss ich einen Plan sehen, wo kann etwas hingelegt werden. Es ist natürlich, wenn ich mit Kristallen arbeite zur Neutralisation, da ist eine Strahlungsneutralisation einprogrammiert und gleichzeitig Heilerenergie. Wenn es nämlich nicht helfen würde, ich sage immer, bitte probieren Sie die 14 Tage, dann kriege ich sie nicht bezahlt und kriege sie zurückgeschickt. Außer der Analyse, die lasse ich mir in jedem Fall bezahlen, weil mich die Analyse doch angreift. Ich habe viel Arbeit von zu Hause, also Ihren Plan, den Sie mir schicken, dann festzustellen, was liegt da alles vor. Soll ich das Bett so umstellen? Also das ist Ihr Problem. Also bitte das nicht als Analyse, also als Therapie oder sonst was werten. Ja, das ist nur diese, das ist Ihre Hauptzone. Dadurch sind Sie auch körperlich sauer. So. Ich gehe daneben. Soll ich das bitte? Jetzt mal zu Ihnen. Ja, ich bin bereits schon dabei. Sie haben ein bisschen Beinschwierigkeiten. Ne? Diese Christiane, Mikrofon, die hat Bein, die Dame, ja. Die hat Bein und das ist auch... Das ist auch von der Verstrahlung, vom Bettplatz her. Also die meisten Leute suchen die Ursachen immer woanders. Es ist manchmal ganz simpel, es sind simple Dinge der Strahlung. Und in diesem Fall sind es die Erdstrahlen bei Ihnen, mit kosmischen Strahlungen. Auch ein bisschen kopfmäßig haben Sie auch Probleme durch diese Strahlung. Ja, da unten, das sind die hauptsächlichen. Das heißt, sie versuchen nachts die Beine anzuziehen und so sich, jo. Die wälzen sich im Bett. Ja, ja, okay? Also Strahlungen sind das auch. Wie steht es mit, ach, ich habe jetzt Zeit. Hab jetzt. Bis halb, ja. Gut. Ja, danke, ich muss mich erstmal einen Moment ein bisschen abschalten, weil ich ja doch, okay. Bandscheiben ein bisschen, ne? Hinten, haben Sie. Aber das ist eine ganz natürliche Sache, auch wieder Strahlung, Kyrillinien, die bei Ihnen da durchgehen, über den Bettplatz. Also es kann sein, wenn ich jetzt sage, immer Bettplatz, ich nehme immer den Bettplatz, wo Sie jetzt zum Schluss waren. Wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwo gelegen hat, dann muss er mir sagen, dann kann ich auch auf den anderen gehen. Das heißt, ich kann alle zwei erfassen. Ich meine, es gibt auch, aber das wird ja keine Dame zugeben, dass er ja irgendwie pendelt an verschiedene. Ne? Dann, ja, auch das könnte ich nachverfolgen. Und dann kann ich auch sagen, der hatte die Krankheiten, der daneben lag oder der die. Ne? Bitte? Ja?
Nee, es kann sein, aber da muss er schon mehr als eine Nacht. Ne? Aber ich kann mich natürlich auch konzentrieren, nur auf eine Nacht und so, wie es ist. Aber das ist bei Ihnen eingeprägt, diese Sache. Ne? Also ist schon der Dauerschlafplatz. Ne? Ja, hier drüber. Dadurch ist auch körperlich sauer. Ne? Also Sie können so viel gesunde Kost essen, wie Sie wollen. Die Schmarotzer im Bauch fühlen sich nur wohl. Ne? Und damit ist auch bei Ihnen der Beckenschiefstand auch programmiert, ne, durch diese Situation, weil Ihr Körper immer wehrt, er sucht immer neue Plätze. Ja, linke Knie, linke Bein merke ich die, ne, Belastung, das heißt, sie verlagern sich. Okay, ich gehe ein bisschen schneller durch so. Alles vermeint, Sie haben auch hier oben Schwierigkeiten vom Bettplatz her. Ne? Aber gut, ich merke, ich tue jetzt keine Diagnose stellen, aber Sie haben dadurch auch Bronchienprobleme. Ja, Schilddrüsen leicht, das ist nicht, aber Bronchien ist ein bisschen, das ist alles durch diese Verstrahlung oberhalb. Und dadurch auch manchmal Verspannungen. Kann ich mal die linke Hand, können Sie mal hochheben, haben Sie da eine Uhr? Keine, tragen Sie eine Uhr? Herr Seltsam, nee, die hat Spannungen irgendwie, haben Sie eine Uhr getragen? Also bitte keine Quarzuhr tragen, denn meistens, denn der Arm ist ein bisschen belastet. Ne? Das kommt meistens von einer Quarzuhr her, Batterieuhr. Ne, wenn dann eine Automatikuhr. Aber das kann andere Ursachen dann noch haben, denn die Hand ist ein bisschen belastet, die Schulter. Okay. So, Moment, wieder. Ich bin nachher am Stand, also ich will nicht unhöflich sein, wenn ich den einen oder anderen nicht erwische, bitte. Ich mache da auch Schnelltests, ne? Klar, bis zu einem gewissen Grad, denn manchmal war es so, da konnte ich selbst nicht mehr, dass ich nur abends kaputt nach Hause gehen musste. So. Okay. Normal brauchten Sie den Schal gar nicht zu tragen, wenn das alles in Ordnung wäre bei Ihnen. Auch hier unten, hier hinten. Ne? Denn ich spürte das ganz deutlich jetzt hier auf diese. Ne? Ich gucke gerade, ob da eine leichte Ausrenkung vorliegt, sonst einen guten Chiropraktiker mal aufsuchen. Desto billiger, umso. Jo. Ja, es gibt natürlich, man kann es auch teuer machen, ne? Aber man will ja geholfen haben. Ne? Und es könnte sein, dass da eine leichte Ausrenkung bei Ihnen der Fall ist, ne? Hier hinten. Aber übrigens, das kommt auch wieder von der Verstrahlung her, von der Bettplatzverstrahlung, die sie bei Ihnen vorliegt. Ja, das ist sehr aggressiv bei Ihnen. Auch im Schlafzimmer, auch hier, über, hier rüber. Ja, meistens frage ich immer, dann ist da ein Mann oder was daneben, aber ich kann jetzt im Moment bei Ihnen nichts feststellen. Nee, also, weil Sie das Problem sind mit diesen Belastungen. Okay, also es ist eine Bettplatzverstrahlung bei Ihnen. Gut, Elektrosmog, ja, ist in der Wand. Deswegen manchmal auch ein bisschen, dass Sie unbewusst rutschen, Sie auch dahin. Sie versuchen sowieso Ihren Körper zu entlasten, durchdrehen. Jo. Also eine Verstrahlung. Das über das Dubiose ist, es kann passieren, dass sie, dass manche Sachen dann wie weg sind, verschwunden sind. Aber es ist nur eine vorübergehende Sache, mitunter von 8 Tagen. Ich habe auch eine Reklamation gehabt, da habe ich nach Ägypten eine Entstörung vorgenommen. Natürlich konntest du nur geistig machen, die Entstörung. Und da habe ich gesagt, die dauert ein Vierteljahr. Die hält noch 2,5 Jahre schon. Und das hat ein Wünschelrutengänger von unten beobachtet. Und ich habe auch noch eine Stelle gesagt, da ist jemand umgekommen.
seltsamerweise, der hat das auch gesagt und ist auch bestätigt worden. Also ich war noch nie da. Es gibt manche Fälle, auch dass dann unter dem, ja, unter der Baustelle noch irgendwelche Keltengräber oder sonst was sind. Es ist schwingungsmäßig festzustellen. Und das ist jetzt meine Spezialität, eben auch solche Sachen herauszufinden. So, Sie waren zuerst da hinten, die Dame jetzt. Ja, ich habe nur alles Rückenprobleme. Das sind alles scheinbar Heilpraktiker, die sich so zu helfen wissen, aber immer wieder nur vom Knochengerüst. Ist ja auch immer das Wesentliche, ne, was dann da erfolgt. Also bei Ihnen auch hier ziemlich stark. Ja, hat auch mit den Strahlungen zu tun. Sie sehen, ich gehe jetzt außerhalb von Ihrem Bettplatz und kriege auch dieses dann mit. Das heißt, Ihr Bettplatz macht Ihnen Probleme. Aber vielfach sagt man, man rückt das Bett um, bringt aber auch nicht viel, denn gehen Sie davon aus, die Kyrrellinien sind Diagonalgitter, durch die Rotation der Erde um 45 Grad versetzt. Die anderen gehen natürlich Bänker, Hartmann oder Doppelgitter geht zum Äquator und so weiter. Und das geht eben anders, um ungefähr 45 Grad. Wenn Sie jetzt ein Bett verschieben, die Kyrrellinien sind auch beeinflussbar durch gewisse Dinge, die können je nach Gegend 1,40 Meter bis 1,80 Meter breit sein, bis 2,40 Meter lang. Aber da verschieben sie das Bett und dann haben sie andere Probleme. Ne? Also es ist schwer, immer was zu treffen, wo ist ein strahlungsfreier Platz. Nun, dann ist manchmal, ja, und wenn noch andere Strahlungen zukommen, sollte man doch einiges überlegen, wie macht man das neutral. Natürlich, man soll auch nicht viel Plunder oder sonst was da reinstellen. Und ich bin ein Gegner von irgendwelchen aufwendigen Dinge, man sollte es so einfach wie möglich versuchen, um so die Gesundheit zu erhalten. So, okay, also bei Ihnen ist es eine Verstrahlung, jetzt komme ich zu Ihnen noch. Ich habe noch Zeit. So. Sie haben auch hier hinten Probleme in Nacken und Kopf, wie geht das hoch? Kann ich mal Ihre Brille sehen? Tun Sie mal kurz noch vor mir hinhalten, die Brille. Nee, so dass ich. Ja, okay. Gucken Sie mal hier. Die Strahlung, das ist zu stark. Die Brille ist Kunststoff. Selbst meistens sind sie, wenn sie Metall umfasst sind, nur so Stahl. Aber die Brille, haben Sie es nicht manchmal das Bedürfnis, dass Sie die Brille immer wieder abnehmen? Holen sich eine mit Glas, würde ich sagen. Glas, ja. Die sind leicht, aber ich weiß es. Aber das wird Ihnen wahrscheinlich ein bisschen lassen Sie einen Moment mal weg. Ja, Sie können sich auch hinsetzen, bitte. Ich tue Ihnen jetzt mal die Strahlung wegnehmen, jetzt von dem Kopf. Die zu neutralisieren ist ein bisschen anstrengend. Die tue ich gleich mit neutralisieren. Die greift an, die Brille. Also nehmen Sie mal irgendeine andere Brille zu Hause, da werden Sie merken, das ist die Ursache bei Ihnen. Sie fühlen sich jetzt auch wohler. Bitte. Ja, ich bin da. Hier habe ich Spannung bei Ihnen. Hier. Hier. Ja. Ursache ist wirklich der Bettplatz, auch wieder Schlafzimmer. Wenn ich Bettplatz sage, sage ich immer den Raum. Und ich sage immer, der Raum muss wie Frischluft wirken. Das heißt, wenn er neutralisiert ist, dann müssen Sie das Gefühl haben, als wenn Ozon hier drin wäre. Ne? Das heißt, der Raum ist nicht mehr statisch geladen. Denn alle die Strahlungen sind ja elektromagnetische Strahlungen. Ne? Und das belastet dann. Und wenn das weg ist, dann tun Sie auch nicht mehr so viel Staub wischen. Und das ist immer dann ein gutes Zeichen. Jawohl, es hat geholfen, diese Neutralisation. Nee, also das sind Ihre Probleme. Ich will nicht weiter jetzt darauf eingehen, nee, aber sie sind stark bei Ihnen vorhanden.
und werden auch manchmal, ja, weiß man auch nicht, woher kommt es, und geht zu dem nächsten Kollegen oder sonst was und lässt sich überprüfen. Und der stellt auch fest, ja, vorübergehende Zeit, schlechtes Wetter draußen oder ähnliches, hat damit aber nichts zu tun. Natürlich, bei solchem Wetter und so werden ja auch die Strahlungen aggressiver ein bisschen, vor allen Dingen, weil sie besser bei der Person ankommen. So. Jo. Sehe ich zu Ihnen dahinter? Haben Sie mit der rechten Hüfte ein bisschen Problem? Ist aber eine Anspannung, kann aber sein, dass Sie jetzt hier durch das Gehen, also ich merke hier in der Zone eine starke Anspannung. Moment mal. Gehen wir ein bisschen höher, rechts. Haben Sie manchmal so das Gefühl, dass Sie Bauchschmerzen oder so ein bisschen was haben? Nicht? Der Bettplatz ist an sich bei Ihnen in Ordnung. Nee, ich habe jetzt hier angefangen. Es kann aber auch sein, bitte, man nimmt manche Proben zu sich, die eigentlich gerade ein bisschen mitunter anstrengend sind. Denn vielfach fängt ja auch Nahrungsergänzungen so, tun ja auch was bewirken. Sogenannte Heileinleitung oder ähnliches. Dass da etwas erfolgt ist, was ja positiv ist. Ist auch eine angenehme Strahlung sonst, aber nur für mich eine Anspannung. Also sonst kann ich nichts feststellen, das ist okay bei Ihnen, der Bettplatz. Das ist es. Zu Ihnen, ja. Nee, dahinter.